Wie funktioniert International Roaming? Heute klären wir die Frage, wie funktioniert International Roaming? Und weil ich das nicht alleine kann, habe ich mir Hilfe geholt, den Sebastian. Hallo. Sebastian, erklär's mir. Wenn ich mich zum Beispiel mit meinem T-Mobile-Handy auf einer Geschäftsreise befinde und mein Handy in den USA am Flughafen aktiviere, dann führt das Gerät ein sogenanntes Update Location durch und meldet sich an einem US-amerikanischen Funknetz an. Wenn jetzt einer meiner Kunden probiert, mich zu erreichen und weiß nicht, dass ich gerade auf einer Geschäftsreise in den USA bin, wählt er natürlich meine deutsche Handynummer und das deutsche Netz kann mich in Deutschland nicht ermitteln. Dann wird eine Abfrage gestartet und das Visitor Location Register von dem US-amerikanischen Netz macht eine Meldung, schickt eine Nachricht, dass ich mich aktuell in den USA befinde, in einer Funkzelle und unter einer temporären Roaming-Nummer zu erreichen bin. Das ist die sogenannte MSRN-Nummer, Mobile Subscriber Roaming Number. Diese wird dann dem deutschen Netz über unseren Signaling Transfer Point übermittelt und in dem Moment wird dann ein Anruf aufgebaut zu dieser US-amerikanischen Rufnummer, mit der ich dann in den USA erreichbar bin und das Handy klingelt. Das heißt also, ich habe kurzzeitig eine US-amerikanische Nummer. Das ist richtig. Ja? Wie lange habe ich die während meiner ganzen Reise? Die ist nur für wenige Sekunden gültig und kann auch nicht von einem Teilnehmer angerufen werden, sondern die wird dann von dem Herkunftsnetz, also von dem T-Mobile-Netz in Deutschland aus sozusagen gewählt und der Anruf in die USA wird aufgebaut zu dieser US-amerikanischen Nummer. Also das ist International Roaming, daneben gibt es eigentlich noch ein nationales Roaming, das ist zwischen den einzelnen Netzbetreibern, das man hat. Internationales Roaming ist eben, wenn es rausgeht, wenn man festgestellt hat, in Deutschland ist kein Gesprächspartner da. Genau. So viel zum Thema International Roaming. Falls ihr noch Fragen habt, nutzt die Kommentarfunktion unterhalb des Videos. Falls ihr euch das Video gefallen hat, freuen wir uns über einen Daumen nach oben. Und falls ihr nichts verpassen wollt, dann abonniert einfach den Kanal.